Konferenz am Podium Bundesminister, Bildungsminister Heinz Fassmann, Michael Wagner, Professor von der Universität Wien und Leiter des neu gegründeten Zentrums für Mikrobiologie. Auf meiner Seite FH-Professorin Martina Fondi. Sie leitet den Masterlehrgang Biomedizinische Analytik im Department Gesundheitswissenschaften an der FH Campus Wien und sie war bei der Gurgelstudie verantwortlich für den Ablauf des Gurgelns und für die Schulung der Studierenden, die an den Schulen mitgearbeitet haben. Und auf der anderen Seite FH-Professorin Magister Christine Schnabel. Sie leitet den Bachelorstudiengang Biomedizinische Analytik im Department Gesundheitswissenschaften an der FH Campus Wien und war bei der Gurgel-Studie für die Planung des Pooling-Prozesses verantwortlich. Beide führen nach den Ausführungen vom Minister und von Professor Wagner durch den praktischen Teil. Herr Minister, bitte. Ja, danke schön. Herzlich willkommen auch hier in der Aula der Wissenschaften. Ich habe in bildungspolitischen Fragen in Österreich selten so viel Einigkeit erlebt wie bei dem einen Punkt. Vermeiden wir großflächige Schließungen von Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen? Halten wir diese offen, solange es eben epidemiologisch möglich ist? Der Koalitionspartner vertritt diese Meinung, die Oppositionsparteien vertreten diese Meinung. Die Frauenministerin hat sich eindeutig geäußert zu dieser Frage, die Familienministerin ebenso. Und ich habe ja nie ein Hehl daraus gemacht, dass die Schule als Ort der Wissensvermittlung und Gemeinschaftsbildung nicht zu ersetzen ist. Auch wenn die Infektionszahlen in den letzten Tagen angestiegen sind, ich will ab Herbst einen soweit Normalität auch möglich ist, einen normalen Regelbetrieb in den Schulen. Ich will, dass die Kinder und Jugendlichen gut betreut werden und einen ordentlichen Unterricht haben. Ich will aber auch, dass sie in einer sicheren Umgebung unterrichtet werden. Und das gilt selbstverständlich auch für die Lehrenden. Die Eltern sollen sich keine Sorgen machen. Wir machen alles, damit ein sicherer Schulbetrieb möglich sein wird. Was planen wir? Erstens, die Schulen und die Kinderbetreuungseinrichtungen werden im Herbst starten, ohne generellen Schichtbetrieb und ohne halbe Klasse, aber mit Vorsicht. Die Eltern können aufatmen und sich auch auf uns verlassen. Das ist eine wesentliche Erleichterung für Sie, aber ich ersuche auch die Eltern, bei unseren Bemühungen mitzuhelfen. Achten Sie gemeinsam mit den Lehrern und Lehrerinnen auf die Einhaltung der Hygieneregeln und bitte schicken Sie nicht Ihre Kinder in die Schule, wenn diese Krankheitssymptome aufweisen. Ich werde noch einen Elternbrief verfassen, mehrsprachig veröffentlichen, mit dem Gesundheitsministerium absprechen, um hier auf die eindeutige Symptomatik aufmerksam zu machen. Zweitens, die Schulen sind meiner Ansicht nach gut vorbereitet, wenn sie Schüler und Schülerinnen im Herbst wieder empfangen. Die Schulerhalter, sprich die Gemeinden für die Pflichtschulen und der Bund für die Bundesschulen, haben die Zeit genützt, um zu reinigen, zu sanieren, die Vorräte an Hygieneartikel zu ergänzen. Ich werde auch noch gesondert die Schulleitungen anschreiben und ihnen die aktuelle Fassung des Hygienehandbuchs übermitteln, auch mit der Bitte, die dort enthaltenen Punkte, konkreten Punkte zu berücksichtigen. Wie gestalte ich den Eingangsbereich? Wie gehen wir vor, wenn ein Verdachtsfall in der Schule auftritt? Wie werden wir die Pausen gestalten und anderes mehr? Auch die entsprechenden Erlässe und auch die entsprechenden Gespräche mit dem Gesundheitsressort sind im Gange und in Vorbereitungen. Drittens, um das Alltagsleben in der Schule sicher zu gestalten, sind zumindest vier Maßnahmen notwendig. Erstens, mir besonders wichtig ist das häufige Lüften. Der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter weist, glaube ich, mit Recht darauf hin, eine regelmäßige Durchlüftung senkt die Viruskonzentration pro Volumenseinheit sehr deutlich und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer Infektion. Alle 20 Minuten für 5 Minuten die Klasse gelüftet, das ist das, was wir uns zumindest vorstellen. Und im Herbst, wenn es kälter wird, ja, dann nimmt man halt den Anorak mit in die Klasse und dann kann man weiterhin lüften. Zweitens, wir empfehlen auch generell, Unterricht im Freien stattfinden zu lassen. Das wird im städtischen Bereich sicherlich schwieriger sein als im ländlichen Bereich,
aber dennoch so viel Unterricht wie möglich im Freien. Und das betrifft nicht nur Bewegung und Sport und Musikerziehung, sondern wenn Sie so wollen, auch die Biologie. Wenn wir die österreichischen oder mitteleuropäischen Laubbäume durchnehmen, dann kann man das auch im nächsten Park machen. Und ein Aufsatz lässt sich wohl auch im Freien diskutieren, solange das halt die Witterung zulässt. Unsere engagierten Lehrer und Lehrerinnen haben das bisher schon getan. Tun Sie es weiter. Wir alle sind Ihnen dankbar dafür. Wichtig ist auch der Mund-Nasen-Schutz. Der Mund-Nasen-Schutz ist eine Vorsichtsmaßnahme, um andere zu schützen. Und wenn alle das machen, bin ich selbst auch geschützt. Mund-Nasen-Schutz im Eingangsbereich und im Gangbereich macht Sinn in der Klasse, wenn sozusagen stationäre Platzierung aufgenommen ist, kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Einen Unterricht über längere Zeit kann ich mir schwer vorstellen. Eine Vorlesung, die über 2 Stunden dauert und Studierende versucht zu begeistern mit Mund-Nasen-Schutz, ich glaube, da würde ich mir selbst schwer tun. Schließlich empfehlen wir, die Klassen auch als Klassengemeinschaft zu betrachten. Eine Durchmischung ist abträglich, weil sie das Infektionsrisiko steigert. Klassengemeinschaft als epidemiologische Einheit betrachten, mit einer Dominanz der Innenkontakte und einer Minimierung von Durchmischung und Außenkontakten. Das hat konkrete Auswirkungen, beispielsweise bei der Pausengestaltung. 4. Punkt, Ampel und Schule. Die Corona-Ampel ist, glaube ich, ein brauchbares Transparenzinstrument auf der Ebene der politischen Bezirke, welche zeigt, wie die Infektionslage sich darstellt. Die Ampel, Farbe und die Maßnahmen in der Schule werden synchronisiert. Wir planen überhaupt keine eigene Schulampel, sondern unsere Ambition ist, sich der Corona-Ampel anzupassen und zu synchronisieren. Grün ist dabei klar, es herrscht so etwas wie Normalbetrieb, aber die Schulen schaffen Strukturen, um für den Ernstfall vorbereitet zu sein. Es werden die Ansprechpersonen definiert, es wird ein Krisenteam zusammengestellt, es werden die Kommunikationsmöglichkeiten durchexerziert und es werden auch einheitliche Lernplattformen definiert. Bei Gelb signalisiert, die Infektion schreitet voran. Bei Gelb tragen alle außerhalb des Klassenraumes einen Mund-Nasen-Schutz. Wie gesagt, im Unterricht kann dieser abgenommen werden. Schulfremde Personen müssen im Schulgebäude die ganze Zeit Mund-Nasen-Schutz tragen. Singen ist im Freien erlaubt oder in der Klasse, aber dann bitte mit Mund-Nasen-Schutz. Sport findet vorwiegend im Freien statt. Kontaktsportarten sind problematisch. Bei Orange signalisiert schon eine deutliche Ausweitung der Infektion, gilt zusätzlich, dass Schulveranstaltungen ausgesetzt werden, dass Singen nur mehr im Freien erlaubt ist und dass Lehrerkonferenzen nur mehr online stattfinden. In der Sekundarstufe 2, also bei den 15- bis 19-Jährigen, kann die Schule optional auf ein flexibles Distance-Learning-Modell umsteigen mit einer Mischung von Distance-Learning und Präsenzlehre. Ein hybrides Unterrichten wird möglich. Die Universitäten planen so etwas. In der Beilage, glaube ich, haben Sie eine Übersicht über diese einzelnen Maßnahmen. Bei Rot erfolgt schließlich Distance-Learning in allen Schulen, wenn es zu einem allgemeinen Lockdown in einer Region, in einem politischen Bezirk kommt. Und es erfolgt Distance Learning klarerweise in jenen Schulen, die von der Gesundheitsbehörde geschlossen werden. Wenn dann eine Klasse geschlossen wird, dann gibt es Notbetrieb und Distance Learning gleichsam automatisch. Soweit sind unsere Abstufungen einigermaßen klar. Das ist noch nicht alles in Beton gegossen, da wird noch gesprochen drüber. Wir brauchen sicherlich noch, auch in Absprache mit dem Gesundheitsressort, die klare Definition, ab wann springen die Ampelfarben von Gelb auf Orange etc. Aber da sind wir dabei, auch dies zu klären.
Distance Learning, mein fünfter Punkt. Wenn eine Situation des Schließens, der Reduktion von Präsenzlehre eintritt, dann gibt es eben Distance Learning. Wir haben die Sommermonate genützt. Am 10.8. ist unser MOOC, unser Mass Online Open Course, digitales Unterrichten online gegangen. Es haben sich inzwischen schon über 3000 Hörer eingestellt und eingetragen und machen bei diesem Online-Kurs mit, der klarerweise auch später gemacht werden kann. Seit Anfang Juli wird unser Portal Digitale Schule programmiert. Wir fassen dabei das Klassenbuch, die Schülerverwaltung, E-Mails, die Lernplattformen unter einem Dach zusammen, mit einem Login-Zugriff auf alles. Das wird alles sehr professionell und ansprechend sein. Und wir werden im September online gehen. Und wir bereiten derzeit mit der Bundesbeschaffungsgesellschaft die Ausschreibung von rund 160.000 Endgeräten vor, die unter iOS, Android und Windows dann laufen werden. Die europaweite Ausschreibung braucht aufgrund von rechtlichen Normen 6+3 Monate, 9 Monate insgesamt. Aber es handelt sich hier, sage ich mit aller Bescheidenheit, es handelt sich hier um das größte Beschaffungslos, das es jemals in dem Bereich, im Bildungsbereich gegeben hat. Und wenn es in der Phase des digitalen Lernens irgendwo Lücken auftreten, dass Schüler und Schülerinnen keine Endgeräte haben, dann machen wir das gleich, so wie wir es im Sommersemester gemacht haben, mit Leihgeräten. Das hat gut funktioniert. Sechster Punkt, Fürsorgepflicht. Lehrer und Lehrerinnen sind für mich Schlüsselarbeitskräfte im Bildungssystem. Ich grüße Sie, ich danke Ihnen, ich wünsche Ihnen auch noch einen guten und erholsamen Ferienausklang. Lehrer und Lehrerinnen müssen daher jene Bedingungen auch vorfinden, die ein gesundheitlich abgesichertes Unterrichten möglich machen. Wir müssen dabei jene schützen, die einer Risikogruppe angehören oder mit Personen zusammenleben, die selbst zur Risikogruppe gehören. Wir folgen dabei den gesundheitspolitischen Anweisungen des Gesundheitsministeriums, festgelegt in der Covid-Risikogruppenverordnung. Daneben kann es aber auch Personen geben, Lehrende sowie Schüler und Schülerinnen, die angesichts der Situation, insbesondere dann, wenn vielleicht die Ampel von Gelb auf Orange übertritt, psychische Belastung empfinden, wenn sie unterrichten müssen. Wenn sie hier ein ärztliches Attest vorlegen, dann können diese Personen vom Präsenzunterricht befreit werden, aber sie sind weiterhin tätig im Schulbereich, insbesondere beim Distance Learning. Schließlich werden wir Impfdosen für Lehrer und Lehrerinnen sichern, damit sie, wenn sie klarerweise wollen, freiwillig eine Grippeschutzimpfung erhalten können. Und für die Risikogruppen werden wir einen Mund-Nasen-Schutz der Güte FFP2 anschaffen und ihnen geben, wenn sie das wollen. Und das machen wir nicht nur für die Bundeslehrer, sondern gleich auch für die Landeslehrer. Siebter Punkt, unsere Schulpartner haben sich manchmal darüber mokiert, dass es eine Vielzahl von Neuerungen gibt und haben sich auch einen Ansprechpartner gewünscht. Wir haben das aufgenommen. Für alle Fragen in schulischen Belangen richten wir daher ab Schulstart eine Corona-Schul-Hotline ein. An diese Hotline können sich alle wenden, wenn es nicht um gesundheitliche Fragen gibt. Also medizinische Fragen weiterhin 1450, aber unsere Hotline, alles das, was im Zusammenhang mit Schule auftritt, kann gewählt werden. Die Telefonnummer steht fest, 0800 21 65 95. Schließlich Monitoring. Klären und Klarheit schaffen, das ist das Stichwort meines letzten Punktes. Ich will mehr Klarheit haben. Wie sieht es mit der Prävalenz der 6- bis 14-jährigen Schüler und Schülerinnen und der Lehrer und Lehrerinnen insgesamt aus? Wie viele sind infiziert, unabhängig von der Symptomatik, die diese Infektionen bei ihnen auslösen? Die Prävalenzstudie, die wir damals mit SORA und Statistik Austria gemacht haben, vielleicht erinnern Sie sich noch, waren wichtig, um diese sogenannte Dunkelziffer zu klären. Wir planen für den Herbst ein Monitoring gemeinsam mit den medizinischen Universitäten in Wien, Graz, Linz und Innsbruck und der Universität Wien. Dieses Monitoring soll Aufschluss
über das wahre Ausmaß und die regionale Verbreitung der Infektionen geben. Das ist wichtig, denn gerade bei den jüngeren Altersgruppen sind asymptomatische Verläufe, diesmal ohne Versprecher, häufig. Und die entsprechenden Personen werden daher nicht getestet. Wichtig ist mir Folgendes. Dieses Monitoring ist keine Konkurrenz zu den Testungen der Gesundheitsbehörde. Für uns ist das Monitoring sozusagen eine gleichsam immanente Forschungsaufgabe. Und es ist gleichsam auch eine glückliche Fügung, dass in dem Ministerium Bildung und Wissenschaft vereint ist. Die Universitäten helfen hier den Schulen, arbeiten zusammen. Der Forschungsbereich hilft auch der Gesundheitsvorsorge. Wir werden nicht mit PCR-Abstrichen testen, die doch einigermaßen invasiv sind, sondern eben mit der Gurgelwassermethode. Professor Michael Wagner, der gleich darüber sprechen wird, hat diese Methode weiterentwickelt. Bin mir nie ganz sicher, ob Sie nicht sozusagen das Copyright drauf haben. Und er hat im Rahmen einer großen Studie in Wien auch schon gezeigt, dass das alles möglich ist. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er sich sehr engagiert, fast schon unermüdlich für dieses Projekt einsetzt. Mein Schlusssatz: Die von mir vorgestellten Punkte geben mir den Optimismus zu sagen, wir beginnen mit einem regulären Start. Das heißt nicht, dass das im Herbst alles so bleibt, wie es ist. Es wird zu Schulschließungen kommen, es wird wieder Distance-Learning-Phasen geben und es wird auch zu Fehlern und Unzukömmlichkeiten kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber den generellen Lockdown werden wir zu verhindern versuchen, mit all unserer Energie und Kraft, die wir haben. Dankeschön. Ja, gerne. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich möchte mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin Michael Wagner von der Universität Wien, Leiter des Zentrums für Mikrobiologie. Bevor ich zum Hauptthema meines Vortrags hier komme oder meine kurzen Zusammenfassung, nämlich dem Testen, möchte ich kurz einen Überblick geben, was man weiß über Kinder und SARS-CoV-2, also das neue Coronavirus, weil es dann ganz wichtig ist, um die Testungen und dieses Monitoring einschätzen zu können. Also Kinder können sich natürlich ebenso leicht wie Erwachsene mit SARS-CoV-2 infizieren. Das hat man am Anfang nicht so eingeschätzt. Also wie die Daten aus China kamen, hat man gedacht, wie doch ein Wunder, eigentlich spielen Kinder wohl keine Rolle. Das musste man jetzt, wenn man die Literatur sich anschaut, revidieren. Ein Beispiel dazu, es gibt ein Camp, Summer Camp in den USA, in Georgia. Da haben 100 Kinder, 6 bis 10 Jahre, daran teilgenommen und sich 51 innerhalb von wenigen Tagen infiziert. Also wenn die Bedingungen nicht richtig sind, können sich Kinder wie Erwachsene infizieren. Sie tragen dann gleich viel Viren im Rachen, wie das Erwachsene tun. Und jüngere Kinder, gibt es neuere Arbeiten, zum Teil sogar mehr, als das Erwachsene haben. Und diese Viren im Rachen der Kinder sind auch infektiös. Das ist experimentell mehrfach belegt worden. Die gute Nachricht: Kinder sind meistens asymptomatisch. Es gibt schon schwere Verläufe, es gibt auch Todesfälle. In den USA sind 89 Kinder bis jetzt gestorben, aber in den allermeisten Fällen sind Kinder asymptomatisch, machen dieses Covid-19 eigentlich sozusagen gar nicht durch im Sinn von Symptomen. Das hat eine gute Folge und eine schlechte Folge, und das ist auch fürs Testen wichtig. Die gute Folge ist, sie stecken weniger Menschen dadurch erstmal an, weil sie husten nicht, sie schnupfen nicht. Jeder weiß inzwischen, SARS-CoV-2 wird übertragen durch Tröpfchen, durch Aerosole. Und wenn ich jetzt nicht huste und nicht schnupfe, erzeuge ich weniger von diesen Tröpfchen und Aerosolen. Das kann sich allerdings, ein kleiner Hinweis, im Herbst ändern. Es gibt oft Doppelinfektionen. Das heißt, wenn Kinder banale Erkältungskrankheiten bekommen und gleichzeitig mit dem Coronavirus infiziert sind, dann husten sie schon, nicht wegen dem Coronavirus, sondern wegen den Erkältungskrankheiten, und können dann deutlich natürlich effizienter diese Viren, also die Coronaviren, verbreiten. Zudem ist es so, dass die Kinder eben oft so infiziert sind, die Viren im Rachen haben, nach Hause gehen können und niemand das aber bemerkt. Also sie fallen dann auch nicht als Indexfälle auf, weil wenn sie einen Erwachsenen anstecken, bis der diagnostiziert sind, sind die Kinder schon lange wieder virenfrei im Rachen, und dann gehen die sozusagen als Indexfälle unter. Um jetzt einen Überblick zu bekommen, über was passiert an Österreichs Schulen bezüglich
des Infektionsgeschehens mit SARS-CoV-2 reicht es eben nicht, einfach nur die symptomatischen Kinder sich anzuschauen. Da würden die meisten sozusagen unter dem Radar laufen, sondern man braucht ein Monitoringprogramm, was es erlaubt, kontinuierlich anhand einer repräsentativen Stichprobe hineinzuschauen und zu sehen, wie viele Kinder sind gerade infiziert, nimmt es zu, reichen die Maßnahmen, Minister Fassmann gerade vorgestellt hat, aus, muss man nachschärfen. Wenn man nachschärft, haben diese Nachschärfungen dann auch die gewünschten Effekte. All dies kann man nur beantworten, wenn man kontinuierlich sich anschaut, wie die Infektionszahlen bei den Kindern sind. Und das werden wir eben machen. Und wir haben da seit April, der Minister hat schon angesprochen, Vorarbeiten geleistet, haben dieses Gurgelverfahren, das ich natürlich nicht alleine entwickelt habe, sondern das haben wir zusammen, also an der Universität Wien, aber in Zusammenarbeit mit dem Institut für molekulare Pathologie, auch mit dem Kaiser-Franz-Josef-Spital, haben wir dieses Gurgelverfahren vergleichend untersucht. Und haben feststellen können, dass das absolut vergleichbare Ergebnisse liefert wie der Nasenrachenabstrich. Das heißt, man braucht keine Sorge haben beim Gurgelverfahren, dass das jetzt weniger sensitiv wäre als der Abstrich. Es gibt Patienten, da ist das eine Verfahren ein bisschen sensitiver, es gibt Patienten, da ist das andere Verfahren ein wenig sensitiver. Am Ende findet man mit beiden Verfahren, wenn sie gut gemacht sind, die Infizierten. Wir haben eine große Pilotstudie gemacht. Wir, das sind auch die Kolleginnen von FH Campus Wien natürlich gemeint, das Kaiser-Franz-Josef-Spital, viele Kollegen des EMP, was die da mitgearbeitet haben, haben 5.100 Gurgelproben gewonnen an 11 Wiener Schulen. Und schon im Mai und im Juni wurde das eben durchgeführt und Juli. Und haben zeigen können, dass Kinder sehr gut gurgeln. Ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht. Das heißt, selbst bei den Erstklasskindern haben wir mehr als 80% der Kinder eine absolut perfekte Gurgelprobe abgegeben. Und selbst die, die nur ein bisschen kürzer gurgeln können, auch diese Proben kann man ja analysieren. Wir gurgeln in der Regel eine Minute, aber auch wenn man kürzer gurgelt, hat das immer noch eine große Aussagekraft. Die Proben werden dann zusammen gepoolt, also zusammen geschüttet, immer 10 Proben. Also wenn 10 Personen von Ihnen jetzt gurgeln, dann würden wir die zusammenschütten, aber Rückstellproben aufbewahren. Das heißt, wenn dieser Pool dann positiv ist, dann kann man den aufmachen, sagt man in der Fachsprache, und kann diese 10 Proben, es muss nicht nochmal gegurgelt werden, sondern die sind doch im Labor, kann man die einzeln untersuchen und sagen, wer war denn positiv, wer war negativ. Und dieses Poolen macht man, warum? Natürlich, weil es ressourcenschonend, also es ist viel, deutlich günstiger, ich mache ja nur einen PCR-Test dann für 10 Personen und es ist ressourcenschonend und erhöht dadurch natürlich auch die Kapazität an Tests, die man vorhalten kann. Und auch das haben wir schon evaluiert. Ich möchte jetzt auf 2 Punkte eingehen, die immer wieder im Rahmen von PCR-Tests, das hat eigentlich mit dem Poolen und dem Nasenrachenabstrich gar nicht so viel zu tun. Es wird, weil beide werden ja nachher mittels PCR untersucht. Und da wird immer wieder von Falsch-Negativen und Falsch-Positiven gesprochen. Ich möchte darauf eingehen nochmal. Falsch-Negative, was heißt das? Sie infizieren sich morgen oder heute. Wenn Sie sich heute infizieren, gibt es keinen Test der Welt, der morgen sagen kann, Sie sind infiziert. Es dauert ein paar Tage, bis die Viruskonzentration hoch genug ist, bevor man das nachweisen kann. Genauso am Ende der Krankheit. Wenn Sie also schon eine Weile krank waren, irgendwann geht die Viruskonzentration im Rachen zurück. Und dann kann niemand mehr im Rachen das Virus nachweisen. Es kann aber noch andere Organe im Körper, ist ja eine systemische Erkrankung, Covid-19, kann das Virus infiziert haben. Das heißt, falsch negative Resultate liegen nicht an den Tests, sondern sie liegen an der Biologie des Virus. Das ist aber die gute Nachricht dabei, sie sind aus einer Public Health Perspektive eigentlich irrelevant. Weil wenn ich noch keine Viren im Rachen habe, der Tag nach der Infektion oder am Ende der Krankheit keine Viren im Rachen habe, dann stecke ich auch niemanden an. Also ja, es gibt falsch negative Resultate mit allen Tests, egal was man da nimmt. Sie sind aber bezüglich Infektiosität nicht relevant. Zu den falsch positiven. Es geistert immer wieder durch die Medien. Da gibt es auch Personen, die sich da offensichtlich mit profilieren wollen und einfach falsche Aussagen treffen. Fakt ist, wenn man das PCR-Verfahren gut durchführt, bei uns heißt es, wir kombinieren 3 verschiedene Primerpaare, also 3 verschiedene unabhängige Tests miteinander, dann ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Tests so gering, dass sie absolut irrelevant ist. 2 Beispiele, die Schulstudie, 5.100 Tests durchgeführt, eine infizierte Lehrerin gefunden,
Diese Studie war ja in den Zeiten ganz niedriger Prävalenz. Diese infizierte Lehrerin hatte Symptome, wurde nachher nochmal getestet, sie wollte es erst nicht glauben, wurde nochmal getestet mit Nasenrachenabstrich, war positiv. Neuseeland, 100 Tage lang kein Infektionsfall. Jetzt haben sie wieder welche, aber über 100 Tage kein Infektionsfall. Die haben jeden Tag über 3000 Tests durchgeführt. 100 Tage. Also da komme ich auf viele 100.000 Tests und hatten keinen Fall. Wenn es die Falsch-Positiven so ein Problem wären, wo sind die denn dann in Neuseeland diese 100 Tage lang? Das heißt, das ist eine Diskussion, die man tatsächlich, wenn es gut durchgeführt ist, ad acta legen kann. Dieses Gurgeln ist natürlich nicht nur gut für Monitoring, dafür setzen es wir ein. Und es ist ganz wichtig, diesen Unterschied, den der Minister auch betont hat, wir monitoren hier. Das heißt, wir wollen Populationsgruppen, in dem Fall die Schüler, Schülerinnen, die Lehrerinnen untersuchen. Das ist nicht medizinische Diagnostik. Für die medizinische Diagnostik haben wir einen positiven Fall, übergibt man den an die Gesundheitsbehörde und sagt, das ist jetzt in deinem Bereich, was dann zu tun ist, Absonderung und so weiter. Aber ich würde dieses Gurgelverfahren, weil es eben schmerzfrei ist, die Kinder, wir werden das später sehen, das eigentlich gerne machen. Wir haben auch Fragebögen gemacht bei den Schultests. Die Kinder nehmen das sehr, sehr gut an. Ich würde das auch empfehlen, dass man das einsetzt im Fall von wirklich Covid-19-Fällen in Schulen. Also wenn es einen Anlassfall gibt. Das ist natürlich ein anderes Thema, gehört mehr zu den Gesundheitsbehörden. Aber es wäre sicher sehr ernsthaft zu überlegen, ob man dann nicht die ganze Klasse zum Beispiel oder die ganze Schule gurgeln lässt. Es freut mich sehr, dass Gurgeln jetzt in aller Munde ist. Viele Leute machen das jetzt, wenn es von der Logistik gut aufgesetzt ist. Dann, und wir haben da sehr viel Erfahrung gesammelt in der Pilotstudie, dann ist das ein hervorragendes Verfahren. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, Schulen können nicht, wie soll man sagen, die Insel der Seligen sein. Sondern Schulen, das Infektionsgeschehen an Schulen wird in gewisser Weise immer widerspiegeln, was draußen in der Gesellschaft gerade passiert. Das heißt, das ist letztlich eine Frage gesellschaftlicher Solidarität, ob wir die Schulen offen halten können. Wenn wir sagen, Kinder, Alte, Vorerkrankte sind wichtig, dann müssen sich alle an die Maßnahmen halten, Masken tragen, Abstand einhalten. Und man muss auch auf Dinge verzichten als Gesellschaft, wenn ich Schulen offen halten will. Dann gehe ich halt nicht in eine Bar oder in eine Diskothek oder ich singe halt nicht in einer Freikirche oder ich mache halt keine Kreuzfahrtreise in der Zeit. Oder ich gehe vielleicht auch weniger ins Fitnessstudio. Überall indoor, wo viele Leute sind, die noch dazu stark atmen, sieht man ja, jetzt gibt es umfassende Analysen, dort treten diese Cluster auf. Wenn sich die Infektionen in der Gesellschaft verbreiten, wird man auch die Schulen nicht perfekt abschirmen können. Das heißt, wir alle können dazu beitragen, dass Schulen möglichst lange offen bleiben können, indem wir vorsichtiger sind und einfach Covid-19 wirklich ernst nehmen und nicht so tun, als wäre die Pandemie schon vorbei. Damit möchte ich schließen und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir gurgeln mit. Oben gurgeln unten, ja, das Gurgeln. Du machst das toll. Let us gurgle in time. Super. Let us gurgle in time. Du machst das toll. Gurgle up, gurgle down. Let us gurgle. Die ersten 20 Sekunden sind schon vorbei. Heidi Heman, Gangere Yapmaya. Die Hälfte hast du schon. Heidi Heman, Gangere Yapmaya. Du machst das super. Heidi Heman, Heidi Heman. Bitte eine kurzere Gurgelpause machen. Nur noch 20 Sekunden bis zum Ausgang. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt kannst du es schon ausspucken. Ja, alles da. Ganz kurz, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir werden Ihnen jetzt das Gurgeln vorführen. Augie und David darf ich vorstellen. David ist 7 Jahre und Augie ist 8 Jahre.
Volksschulkinder können das Gurgeln gut schaffen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass man es wirklich auch gut anleitet. Es ist Gurgeln natürlich eine fast triviale Alltagstätigkeit, aber man muss wirklich aufpassen, dass man es richtig macht. Wir wollen nämlich so viele Zellen wie nur möglich aus dem Rachenraum, und zwar aus dem gesamten Rachenraum gewinnen. Also wir gurgeln oben, wie wir auch im Lied artikuliert haben, wir gurgeln unten, seitlich, und so haben wir wirklich auch die Garantie für eine sehr hohe Sensitivität dieser Methode. Ich gehe jetzt runter, muss mich kurz anziehen. Sie haben hier am Tisch alle Utensilien vorbereitet, die wir im Wesentlichen brauchen jetzt für die Probennahme. Und ja, dann geht's gleich los mit dem Gurgeln. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ein paar Worte über die Pilotstudie sagen, die wir vor den Sommerferien durchgeführt haben. Das Gurgeln wird meistens als Gurgeltest bezeichnet. Der Test, der wirkliche Test, wo die Ergebnisse erstellt werden, erfolgt aber erst im Nachhinein im Labor. Das heißt, die gesammelte Gurgelprobe muss ins Labor gesendet werden, um dort in vielen unterschiedlichen Schritten unter Sicherheitsbedingungen der Stufe 2, also die Personen, die mit den potenziell infektiösen Proben arbeiten, die müssen sich gut schützen, damit sie selbst nicht angesteckt werden. Dort finden dann die nächsten Schritte statt. Bei der Pilotstudie war es so, dass wir in einem guten interdisziplinären Team eine Zusammenarbeit von vielen Institutionen bei uns an der Fachhochschule Campus Wien die gesamten Schritte, Abläufe, die Prozesse durchgespielt haben, eingeprobt haben, Zeiten gemessen haben. Wir mussten ja schauen, dass wir in einer Woche eine relativ große Anzahl von Kindern testen können und dann im Labor auch die einzelnen Schritte durchführen können und genügend Personen, gut geschultes Personal haben, damit sozusagen am Ende auch sichere Ergebnisse herauskommen. Dazu gehört auf jeden Fall auch eine ganz genau durchdachte technische Probenidentifikation. Das heißt, jede Probe, jedes Röhrchen muss ganz gesichert mit der Person in Verbindung gebracht werden können, die diese Probe abgibt, damit zum Schluss auch wirklich die Ergebnisse pro relevanter Person herauskommen. Ja, Professor Wagner hat schon über das Pooling gesprochen. Das findet eben auch im Labor statt. Das heißt, es werden 6 Einzelproben hergenommen und aus diesen 10 Einzelproben ist im Herbst das Vorhaben. Und aus diesen 6 oder 10 Einzelproben wird eine einzige Probe erstellt. Das heißt, eine kleine Menge von jeder Probe wird zusammengegeben und diese Probe wird dann gemessen. Und eben wurde auch schon gesagt, wenn eine so eine Poolprobe positiv ist, muss wieder zurückgegangen werden ins Labor. Die Einzelproben müssen herausgefunden und herausgesucht werden. Das bedarf auch einer sehr guten Probenlogistik, damit man das dann auch wirklich in sehr kurzer Zeit schafft und findet. Und dann geht es wieder zurück an den Start und diese 6 Einzelproben werden dann noch einmal mittels dieser molekularbiologischen Methode der PCR gemessen, um drauf zu kommen, ob in den Einzelproben Viren oder Virenteile vorhanden sind. Genau, also wie gesagt, diese PCR-Diagnostik für Covid-19 ist eine Mischung aus einerseits Forschung oder Screening und das geht dann aber über in eine medizinische Diagnostik bei einem positiven Fall und dann gibt es eine gute Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. Das muss alles in der Logistik gut geplant und durchdacht sein. Erfolgsfaktoren sind sozusagen eine gute Prozessplanung aller Schritte, eine gute multidisziplinäre Zusammenarbeit,
durchdachte Probenerkennung auf technische Art und Weise, damit nicht das passiert, was in unserem Nachbarland jetzt passiert ist sozusagen, und gut ausgebildete und geschulte Personen, die qualitätsgesicherte Messungen im Labor machen. Vielen Dank. Ich werde jetzt dem Oggi und dem David eine physiologische Kochsalzlösung geben, die ein bisschen gepuffert ist und einige Mineralien enthält, damit die Zellen länger halten, also damit sie nicht geschädigt werden auf dem Transport. Das ist eine ganz ungefährliche, sehr gut verträgliche Lösung, also es ist eine physiologische Lösung. Wir sind im Rahmen der Studie draufgekommen, dass Kinder in der ersten Klasse, zweite Klasse Volksschule eher eine kleinere Menge von diesem Gurgelwasser bekommen. Und ansonsten haben wir 10 Milliliter Gurgelwasser und jetzt kriegen die Kinder 5 Milliliter Gurgelwasser in diesen Röhrchen. Ich gebe es dir mal. So. Darf ich? Die Kinder wissen, warte, halt's fest, halt's ganz fest, ich mache den Stoppel auf. So, oder? Die Kinder haben schon gegurgelt, den Oggi haben sie ja schon im Film gesehen. Wichtig beim Gurgeln ist, zu wissen, dass man Pausen machen kann. Man kann nicht eine Minute durchgurgeln. Das heißt, ich sage den Kindern, wie sie auch gesehen haben, die Zeit an, damit man auch ein Gefühl dafür bekommt, wie lange man schon gurgelt und wie lange es noch dauert. Und man kann dazwischen Pausen machen. Auch aus hygienischen Gründen weise ich darauf hin, dass wir beim offenen Fenster gurgeln, weil doch eine gewisse Aerosolbildung entstehen kann. Und in den Schulen wird ja dann im Freien gegurgelt. So. Ihr seid bereit? Gut, dann geht's los. Ihr macht das ganz toll. Hm. 20 Sekunden habt ihr schon geschafft. Ihr könnt oben gurgeln und unten. Ihr könnt gerne eine Pause machen. Ganz toll macht ihr das. Wirklich toll. Mehr als die Hälfte habt ihr schon geschafft. Nur noch 20 Sekunden. Ihr macht das ausgezeichnet. Wirklich toll. Pause, gerne eine Pause machen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Das habt ihr wirklich super gemacht. Der Oggi legt noch eines drauf. So, das war's. Dankeschön. Wirklich. Wie lange, kann man heuer guten Gewissens eigentlich Projekttage und Schulskikurse ansetzen im kommenden Schuljahr? Und die zweite Frage, wie lange dauert es, bis diese Gurgeltests ausgewertet sind? Wann hat man dann Gewissheit, ob man jetzt Covid hat oder nicht? Ich übernehme die erste Frage. Machen die zweite. Michael, du vielleicht die zweite. Schulveranstaltungen. Ich ersuche die Schulen, Schulveranstaltungen zu prüfen, welche Schulveranstaltungen fürs nächste Schuljahr geplant sind, welches Risiko dabei ist, wie weit Schulveranstaltungen dann, wenn es wieder zu einem verstärkten epidemischen Umgreifen kommt, dann leichter auch absagbar sind. Ich ersuche auch die Schulen, wenn sie Schulveranstaltungen planen, sich genau mit den Stornobedingungen auseinanderzusetzen. Aber ich sage auch, es ist jetzt nicht notwendig zu sagen, keine Schulveranstaltungen darf im kommenden Schuljahr nicht mehr stattfinden,
Das würde ich als eine doch zu krasse Einschränkung empfinden, weil die Situation so ist, wie sie ist, und das verbietet nicht das Durchführen von Schulveranstaltungen. Bitte? Schulskikurse sind Schulveranstaltungen. Also meine Antwort gilt jetzt für die gesamten Schulveranstaltungen. Das könnten Sprachreisen sein, eine grüne Woche, eine Projektwoche, aber natürlich auch Schulskikurse. Genau. Zu der Frage, wie lange so eine Analyse dauert. Das ist übrigens unabhängig vom Probengewinnungsverfahren. Also ob ich einen Abstrich habe oder ein Google-Verfahren, die Analyse danach ist eigentlich eine identische, nämlich mittels der PCR. Das hat natürlich was mit den Labors zu tun und der Laborstraße, in dem, was für eine Kapazität die hat. Wir haben ja eine, sagen wir mal, relativ hohe Kapazität frühzeitig aufgebaut an der Universität Wien zusammen mit dem Institut für molekulare Pathologie und werden dann in diesem Monitoring-Projekt sicherstellen, dass nach Eintreffen der Probe am Labor innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis vorliegt. Der Test an sich geht sogar schneller, aber natürlich, wenn man tausende Tests durchführt, dann dauert das eine Weile. Wenn man Pools aufmachen muss, falls es positive Pools gibt, dann dauert das extra Zeit. Also unser Ziel ist, innerhalb von 24 Stunden nach Eintreffen der Probe am Labor ein Ergebnis mitteilen zu können. Dankeschön. Meine Frage schließt sich gleich daran an. Und zwar hätte ich gerne gewusst, Herr Minister, können Sie bitte definieren, wie Sie im Verdachtsfall mit dem Kind, mit dem betroffenen Kind und dann auch mit der Schulklasse, der das Kind angehört, umgeht? Und die zweite Frage an Herrn Professor Wagner. Und zwar hätte ich gerne gewusst, was rechnen Sie, wie viele Google-Tests werden Sie für dieses Schuljahr benötigen und wie sind Sie kapazitätsmäßig darauf vorbereitet? Ja, ich übernehme wieder die erste Frage. Verdachtsfall in der Schule, da haben wir das sehr genau dargestellt in unserem Hygienehandbuch, was dann zu geschehen hat. Die Person, das kann ja Lehrerin sein, aber ein Schüler, Schülerin sein, sollte dann in einen getrennten Raum gebracht werden, unter Wahrung von Hygiene- und Distanzvorschriften auch eine Beobachtung haben und die Gesundheitsbehörde ist sofort zu verständigen. Das ist das Wichtige. Und alles andere übernimmt dann die Gesundheitsbehörde. Auch die Frage, was mit diesen sogenannten K1-Personen, jene Personen, die eine hohe Kontaktintensität mit einem möglicherweise infizierten Person hat. Die Gesundheitsbehörde entscheidet darüber. Es gibt auch derzeit eine Diskussion, ob man so vorgehen soll wie bisher. Alle Kontaktpersonen bei einem positiven Ergebnis in Quarantäne zu geben. Manche Bundesländer testen, manche testen nicht. Hier wird es sicherlich eine Form der Vereinheitlichung geben. Aber es gibt auch eine Diskussion, ob man sich dem Schweizer Modell annähern sollte, dann auch die K1-Personen mit Mund-Nasen-Schutz in der Klasse zu belassen. Aber das ist eine Sache, die entscheidet nicht das Bildungsressort, sondern das Gesundheitsministerium. Genau, zur Kapazitätsfrage und wie viel wir da untersuchen wollen. Also angefragt werden, eingeladen mitzumachen werden, ca. 15.000 Schülerinnen und Schüler. Auch ihre Lehrerinnen und Lehrer. Die sind zufällig ausgewählt, über ganz Österreich verteilt, weit über 200 Schulen und die sollen alle 3 Wochen beprobt werden. Wie gesagt, da geht es nicht darum, in einer einzelnen, also das, natürlich wird das auch ab und an vorkommen, in einer einzelnen Schule zu sagen, gibt es dort ein Cluster oder nicht, sondern einen Gesamtüberblick zu bekommen über das Infektionsgeschehen an österreichischen Schulen. Darum wird es eine repräsentative Stichprobe sein, anhand derer man dann ableiten kann, eben ob die Maßnahmen ausreichend sind oder ob man zusätzliche Maßnahmen benötigt und dann auch die Wirksamkeit dieser zusätzlichen Maßnahmen evaluieren kann. Die Kapazität für diese Testungen durch das Poolen braucht man natürlich weniger Tests. Wir wollen, wie schon angesprochen wurde, 10-fach poolen und haben das auch schon vorevaluiert. Die Kapazität wird dann im September vorrätig sein, wird dann noch weiter ausgebaut werden. Das heißt, wir haben an der Universität Wien zusammen mit dem IMP schon die Straße stehen und es werden die medizinischen Universitäten Graz, Linz, Innsbruck dazustoßen und werden auch solche Straßen, die wir eben
an der Universität Wien aufgebaut haben, sozusagen nachbauen und diese Straßen dann dort zum Einsatz bringen. Das macht es natürlich dann auch logistisch noch angenehmer, wenn man in verschiedenen Bereichen Österreichs diese Screening-Kapazität vorrätig halten kann. Also das ist sichergestellt, dass die Zahl der Proben, die wir da alle drei Wochen, 15.000 Schülerinnen und Schüler und die Lehrer und Lehrerinnen dazu, dass das auch analysiert werden kann, das ist sichergestellt. Die Logistik, muss ich noch sagen, an den Schulen, das werden nicht die Universitäten machen, sondern das wird vom Ministerium organisiert. Das heißt, die Universitäten und medizinischen Universitäten sind sozusagen dann verantwortlich für, wenn die Proben an die Universitäten kommen, für die Ergebnisse aus diesen Proben, die also innerhalb von 24 Stunden, die dann vorzulegen. Herr Minister, zwei Fragen aus der Praxis. Wenn jetzt gesagt wurde, es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis klar ist, ob ein Verdachtsfall sich erhärtet oder nicht, was passiert dann mit den jetzt in den Klassen und sonst in anderen Räumlichkeiten abgesonderten Schülern? Müssen die dann in der Schule übernachten? Nein, nein. Die 24 Stunden, von denen Michael Wagner gesprochen hat, gilt für die Probung und Testung im Monitoring-Verfahren. Das hat jetzt nichts mit einem Verdachtsfall zu tun. Was passiert dann in den Verdachtsfällen? Sie haben ja gestern in der ZIP 2 erklärt, also die Schüler, die anderen Schüler dieser Klasse sollen dann einstweilen in der Klasse bleiben. Wie schnell wird dann ein Ergebnis vorliegen? Innerhalb weniger Stunden oder was passiert dann? Ja. Ich habe es nur richtig gestellt. Die 24 Stunden betrifft das Monitoring. Das heißt ja, da müssen wir gleichsam von der Nullhypothese ausgehen. Da ist ja kein weiterer infiziert. Da geht das Leben ganz normal weiter. Was Sie jetzt ansprechen, ist die Situation, wenn die Gesundheitsbehörde gleichsam das Kommando übernimmt. Und die Gesundheitsbehörde entscheidet eben dann, was passiert. Ich habe in der ZIP gesagt, ja, die Kinder sollen einmal in der Klasse bleiben. Warten, bis die Gesundheitsbehörde kommt und dann eine Entscheidung darüber trifft. Das kann ich so gar nicht vorgreifen, weil das muss man der medizinischen Kompetenz dieser Behörde überlassen. Aber Sie können davon ausgehen, dass die natürlich nicht in der Schule 24 Stunden bleiben werden, sondern die werden dann höchstwahrscheinlich nach Hause geschickt in Quarantäne. Die zweite Frage ist, es kommt gerade im Herbst häufiger vor, dass Kinder mit Husten in die Schule geschickt werden. Das heißt, es kann dann sein, dass man mehrere Verdachtsfälle auf einmal hat. Wo sind eigentlich die räumlichen Kapazitäten in der Schule? Nach meinem Wissen sind die großteils nicht vorhanden. Kann man die Kinder dann im Unterrichtsministerium abgeben oder was passiert dann? Darf ich Ihre leicht zynische Frage aufgreifen und durchaus sachlich beantworten? Im Gesundheitsministerium oder auch im Bildungsministerium sicherlich der falsche Ort, um Kinder dort hinzugeben. Nein, meine klare Aussage ist, wenn Kinder krank sind, dann sind sie nicht in die Schule zu bringen. Also wenn sie Krankheitssymptome haben, dann ist die Schule mit Sicherheit kein Ort, um kranke Kinder dort aufzubewahren. Das gilt jetzt für Covid-19, aber auch für jede Infektionskrankheit, ganz klar. Ich habe daher gesagt, ich werde auch noch einmal einen Elternbrief schreiben, mehrsprachig, weil ich muss das klären und auch die Eltern auffordern und auch bitten, klarerweise, keine kranken Kinder in die Schule zu bringen. Was macht die Schule dann damit? Stellt dann plötzlich fest, hohes Fieber, aber man kann ja dann die Kinder nicht unmittelbar nach Hause schicken, weil die Schule übernimmt ja die Betreuungsverpflichtung, solange bis vielleicht die Eltern davon informiert sind. Also kranke Kinder nicht in die Schule ist hier die Antwort. Naja, ein Husten ohne eine weitere Symptomatik, ohne Fieber und dergleichen mehr,
Ich glaube nicht, dass jetzt Lehrer sagen, das geht jetzt nicht mehr, wenn nicht zusätzliche Symptomatiken auftreten. Husten alleine ist ja noch nicht das Kritische, sondern das Kritische ist dann, wenn ein Zusammentreffen von unterschiedlichen Symptomen auftritt. Wenn wirklich so ein Fall wäre, Husten plus andere Symptome treten am Vormittag auf, das ist nicht so gehäuft, wie Sie jetzt sagen. Wenn es wirklich um die Fälle geht mit vielen Symptomen, dann werden sicherlich die Eltern zu verständigen sein und das Kind dann wieder in die Obhut der Eltern übergeben. Ich möchte gleich anschließen bei der Thematik und eine Frage, die sich dann viele Eltern wahrscheinlich stellen. Ab wann oder was ist Ihre Empfehlung des Ministeriums, wann sollen Kinder zu Hause bleiben? Wir haben ja vorhin gehört, dass gerade ein Schnupfen sozusagen auch sehr wesentlich ist bei der Übertragung, Stichwort Doppelinfektionen. Wo ziehen Sie da die Grenze? Wichtige Frage. Ich habe es in meinem Einleitungsstatement auch schon vorweggenommen. Das muss mit dem Gesundheitsministerium abgeklärt werden, hier eine klare und präzise Symptomatik. Und das ist auch Inhalt, wenn Sie so wollen, meines Elternbriefes, wo ich das klarstellen muss. Es entscheidet nicht das Bildungsministerium, sondern nur zusammen mit dem Gesundheitsministerium. Die SPÖ hat in dem Zusammenhang vorgeschlagen, die Eltern mit Google-Test-Kits auszustatten, damit das jeder daheim hat und wenn das Kind möglicherweise einen Schnupfen hat in der Früh oder einen Husten, damit man gleich quasi testen kann und innerhalb 24 Stunden ein Ergebnis bekommt. Was halten Sie von so einer Lösung? Naja, jedem Kind ein Google-Test-Kit zu geben, das klingt nicht schlecht, aber die eigentliche Problematik liegt ja dann in der Logistik, in der Durchführung. Und auch, Sie haben das ja schon erwähnt, auch die Frage zum Beispiel der Identität ist eine nicht unwesentliche Frage. Es muss ja irgendwie überprüft werden, dass jene, die gurgelt, auch tatsächlich die Person ist, die dann angibt, das war mein Gurgelat. Oder die Frage muss geklärt werden, wie bringe ich dann von mir aus dann die entsprechenden Gurgelate vom politischen Bezirk Gmunden in die nächste Universität, damit sie dort getestet werden. Also die Ankündigung ist schön, aber die Logistik ist das Problem. Darf ich dazu? Bitte. Noch was? Ich würde ganz gern dazu noch nur ergänzend was sagen. Also ich glaube, dass das schon ein wichtiges Thema ist, weil eben, wenn Kinder husten oder schnupfen, wie wir gesagt haben, durch Doppelinfektionen eben das dann durchaus zur Verbreitung kommen kann. Und ich würde es aus mikrobiologischer Sicht für sehr sinnvoll halten, solche Kinder zu testen. Nur einfach zu sagen, jeder kriegt eine Gurgellösung nach Hause, löst es nicht. Weil, also ich habe selber 4 Kinder, Kinder haben mehr als einen Infekt pro Winter. Und die Logistik, wie es der Minister schon gesagt hat, die muss natürlich auch geklärt sein, weil wo bringe ich das dann hin? Das darf ja auch nicht wochenlang stehen, diese Gurgellösung. In welcher Zeit wird das analysiert? Ich fände da vermutlich sinnvoller zu sagen, man macht Walk- oder Drive-Thrus, wo Eltern hingehen können. Das ist nur eine Idee, muss natürlich die Gesundheitsbehörde aufgreifen und mit Gurgeln sich testen lassen können. Wenn man einfach sagt, ich habe ein Kind, ich fahre mit dem Auto dorthin, Gurgel, bekomme ein Ergebnis, habe eine Sicherheit, das wäre meiner Meinung nach ein sehr sinnvoller Aufbau. Einfach eine Gurgellösung nach Hause zu geben, ist nur ein Viertel der Geschichte. Dann muss ich die ganze dahinterstehende Logistik stehen haben, damit da nicht sowas passiert wie jetzt an den bayerischen Teststationen. Ja, ich hätte noch eine. Vor den Sommerferien gab es ja das Modell, dass Klassen halbiert wurden, um einfach mehr Distanz in den Klassenräumen zu schaffen. Dieses Modell finde ich jetzt überhaupt nicht mehr, und zwar nicht bei Stufe Grün, sondern auch nicht bei Gelb oder bei Orange. Warum geht man vollkommen von dieser Idee ab? Nein, nicht ganz. Wir sagen, ein Schichtmodell ist bei Stufe Orange für die Sekundarstufe 2 eine Option. Eine, glaube ich, sehr vernünftige Option. Warum Sekundarstufe 2, also über 15-Jährige? Weil die mit dem Distance Learning, mit dem selbstständigen Wissenserwerb, auch mit der selbstständigen Lernorganisation gut zurechtkommen. Und auf der anderen Seite dann auch über, wenn sie dann Teilzeit wieder in der Schule sind, um bestimmte Dinge nachzuholen oder erklärt zu bekommen oder über den Lernstoff zu diskutieren,
habe ich keine Betreuungsproblematik. Also 15-plus-Jährige sind wahrscheinlich froh, wenn die Eltern nicht immer bei ihnen sind, im Unterschied halt zu anderen Altersgruppen. Bei den anderen Altersgruppen kommt die Betreuungsproblematik auf der einen Seite zusammen mit vielleicht den nicht so optimalen Lernerträgen auf der anderen Seite. Es gibt ja nicht nur kleine, sondern auch größere Schulen. Und wenn dann im Herbst um 8 in der Früh die Schule beginnt, dann kann es sein, dass da teilweise 1800 Schüler vor der Schule stehen. Gibt es da irgendwie eine Lösung, dass man sagt, man staffelt das, dass manche um 8 und manche um 9 kommen, oder ist sowas gar nicht angedacht? Also einen gestaffelten Schulstart kann man machen im Volksschulbereich, dort, wo ich ein Lehrerprinzip habe. Im Bereich der Sekundarstufe 1 und 2 ist das nicht durchführbar, weil ich brauche ja gemeinsame Schnittstellen des Lehrerwechsels und des Fachwechsels. Wofür wir eher plädieren und anregen ist, manche Schulen sperren das Schultor erst um 7.45 Uhr auf und das zwingt gleichsam zum konzentrierten Eintreffen zwischen 7.45 Uhr und 8 Uhr. Hier kann man die Zeit wahrscheinlich etwas ausdehnen und damit auch zu einer geringeren Konzentration im Eingangsbereich Sorge tragen. Zwei Fragen. Die erste zu der Hotline, der Schul-Corona-Hotline. Was wären so klassische Fragen, mit denen sich Eltern an diese Hotline wenden, und wie umfangreich wird die ausgestattet? Bei 1450 gab es ja vor allem zu Beginn ewig lange Wartezeiten, dass man durchgekommen ist. Und eine zweite Frage zu den Lehrern, die sich zur Risikogruppe zählen. Wird es da irgendeine Lösung geben? Da gab es ja Forderungen, dass die vielleicht nur über Distance Learning unterrichten. Also welche Fragen kommen werden, kann ich nicht vorhersagen, aber ich habe überhaupt keine Besorgnis, dass nicht viele Fragen kommen. Man ist immer überrascht, wie vielfältig Realität ist, vielfältiger als man es selbst glaubt. Also da werden schon Fragen kommen, hinsichtlich der Schulorganisation, hinsichtlich des Lehrstoffes, hinsichtlich der Vermittlung, hinsichtlich Distance Learning und dergleichen mehr. Wir haben genug Kapazitäten. Wir werden das zusammen mit unserem Bürgerservice koppeln, sodass ich sicher bin, dass es hier auch zu kurzen Wartezeiten kommt. Ah, ja, ja, habe ich aber ausgeführt. Risiko, Personen nach der Covid-19-Risikoverordnung, ist dort einigermaßen klar definiert. Auch jene Personen, die mit Risikopersonen im Haushalt leben und daher die Gefahr besteht, dass sie diese vielleicht anstecken. Auch diese müsste man zur Betreuung von Distance Learning heranziehen. Und dann eine dritte Gruppe, das sind eben auch jene, die ein ärztliches Attest bringen und sagen, aus verschiedenen Gründen heraus ist es mir unmöglich, unterrichten zu können. Die werden nicht frei bekommen, sondern müssen weiterhin der Schulorganisation und dem Distance Learning zur Verfügung stehen. Ich habe auch zwei Fragen, und zwar eine an Sie, Herr Minister, und zwar Sie haben davon gesprochen, dass man sich darauf fokussieren sollte, im Freien zu lernen. Das machen skandinavische Länder ja schon lange. Gibt es da nur eine Empfehlung oder eine Anordnung, oder wie soll das in der Praxis, hängt das vom Lehrer ab, oder wie soll das laufen? Gut. Also ich stimme erstens Ihrer Diagnose zu, in den skandinavischen Staaten ist das durchaus üblich. Bei uns ist es auch, gerade im ländlichen Bereich, üblich, auch hinauszugehen. Im ländlichen Bereich sind die Schulen alles andere als sozusagen die typischen Gründerzeitschulen im dichten, massiven Stadtkörper eingebettet. Da gibt es Möglichkeiten, gute Möglichkeiten, im Freien zu unterrichten. Ich nehme Ihre Frage mit, verpflichtend oder empfehlend, und wir werden sie noch, wir haben noch ein klein wenig Zeit, 3 Wochen bis zu Schulbeginn im östlichen Österreich und 4 Wochen in den westlichen Bundesländern, ob wir das empfehlend oder verpflichtend machen, wobei das verpflichtend nicht so einfach zu definieren ist, unter welchen externen Bedingungen machen wir es dann nicht mehr verpflichtend, wie viel Regenmenge pro Stunde muss es sein, dass es dann nicht mehr verpflichtet. Also
Es wird nicht ganz so einfach sein, dies dann rechtlich einwandfrei zu definieren, aber ich nehme gerne Ihre Anregung mit. Und eine zweite Frage habe ich noch an Professor Wagner. Sie haben davon gesprochen, dass in den USA 89 Kinder an Covid-19 verstorben sind. Mich würde interessieren, weiß man etwas darüber, ob es da chronische Vorerkrankungen gab bei diesen Fällen oder nicht? Würde dann die Angst vieler Eltern vielleicht auch eindämmen oder auch nicht, wenn man das wüsste, oder? Ja, also beim Teil dieser Kinder gibt es natürlich Vorerkrankungen, können krebskranke Kinder zum Beispiel sind da drunter. Aber es gibt auch Kinder, sind aber nur Einzelfälle. Man muss sehen, 8% der amerikanischen Infektionsfälle sind bei Kindern. Also, und die werden ja trotzdem seltener getestet, weil sie ja meistens asymptomatisch sind und trotzdem sind es 8%. Das ist gar nicht so selten, dass Kinder das haben. Und dann sind 89 Fälle, wenn man sich denkt, dass wie viele Personen in den USA schon infiziert sind, ist ja im mehreren Millionenbereich, ist das jetzt keine riesige Zahl. Aber in Einzelfällen verläuft es schwer, ist nicht immer ganz verstanden. Es gibt ja auch so generelle Entzündungsreaktionen bei manchen Kindern, die auftreten, wo man auch nicht weiß, warum tritt es bei dem Kind auf. Ist übrigens nicht nur bei Covid-19 so, es gibt es auch bei anderen viralen Erkrankungen. Versteht man manchmal nicht, warum das übrigens auch bei jungen Erwachsenen, bei manchen verläuft es, auch kerngesunden jungen Erwachsenen kann es sehr schwer verlaufen, auch mit sehr lange Spätfolgen. Also manche Erwachsene haben ja monatelang damit zu tun, obwohl sie vorher sportlich waren, kerngesund waren. Also diese unterschiedliche Reaktion auch des Immunsystems auf das Virus ist weder bei Kindern noch bei Erwachsenen voll verstanden. Also ich glaube, man kann nicht sagen, das sind ganz sicher ausschließlich die Risikogruppen, alle anderen werden es nicht schwer bekommen. Das ist weder bei Erwachsenen noch bei Kindern der Fall. Des Distance Learnings und der Risikogruppen. Es hat im Frühjahr auch die Möglichkeit gegeben bei den Bundeslehrern, dass die generell ab 60 also den Unterricht von zu Hause aus gestalten konnten und bei den Pflichtschulen zumindest in einigen Bundesländern. Ist so eine Regelung jetzt für das neue Schuljahr auch wieder vorgesehen? Nach unserem derzeitigen Diskussionsstand, auch in Absprache mit den Ländern, nein. Eins, zwei. Jetzt geht's. Herr Minister, meine Frage schließt an das an, was die Kollegin vorhin gemeint. Hier bin ich mit den Vorerkrankungen von den Schülerinnen und Schülern. Wie wird man denn damit umgehen? Sollten sich die Corona-Zahlen hier im Ampelsystem in Richtung Gelb, Orange oder Rot bewegen, wie wird das dann für diese Schulgruppe oder diese Schülergruppe sein? Müssen die dann zu Hause bleiben? Naja, die Covid-19-Risikopersonenverordnung, Risikogruppenverordnung gilt unabhängig von der Intensität der Infektion im räumlichen Kontext. Also das ändert sich nicht, wenn ich jetzt in einem gelben oder orangen Bezirk lebe. Das ist eine einheitliche Definition, die von der körperlichen Situation der Person und ihren Vorerkrankungen abhängig ist. Daher kann ich jetzt diese Verordnung, die wir übernehmen, sozusagen nicht relativieren aufgrund der Ampelschaltung.